Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar dann heute mal zu einem Set von Slubern, und zwar dem Nuclear Submarine. Das ist die M38B0391. Das Set ist um die 33 cm lang, ungefähr 12 cm hoch und ungefähr 7,8 cm breit. Es sind 193 Teile in dem Set verbaut. Es ist ab 6 plus geeignet. Die echten Daten findet ihr hier, Skala 1 zu 350. Das ist natürlich sehr klein. Aber ich habe mir da mal was Kleines gesucht. Ich stelle mir sehr gerne vor Bildschirme, zum Beispiel Fernseher oder den PC-Bildschirm, sowas auf. Und das könnte vielleicht ganz gut passen. Also so vor den Standfuß stelle ich das dann. Und wenn das gut aussieht, wird das dann Platz bei mir finden. Und das wäre doch eigentlich ganz cool. Dann ist das Set natürlich auch noch schön preiswert, dadurch, dass es klein ist. Ich werde es euch verlinken. Ihr seht dann den aktuellen Preis auf Amazon. Das habe ich nämlich schon öfter gehabt, dass er sich dann geändert hat und dass sich dann Leute beschweren, warum sagst du denn den und den Preis, wenn es so und so viel kostet? Deshalb guckt einfach selber nach. Es ist nicht teuer, ehrlich. Ich mache das Set jetzt auf jeden Fall auf. Ich meine, wir gucken uns das nochmal kurz an. Ja. Man könnte es jetzt einfach mal ins Wasser hauen, scheinbar. Ich meine, klar, das sind Werbeversprechen. Das Ding würde ich jetzt nicht in die Badewanne nehmen, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht ja wirklich doch. Müssen wir ausprobieren. So, jetzt möchte der Fokus natürlich mal wieder nicht mitspielen. Ah, Dankeschön. Dann haben wir hier noch andere Sets abgebildet, zum Beispiel ein paar Flugzeugträger und sowas. Das gibt es auch alles von Slubern. Vielleicht baue ich das ja auch nochmal auf. Und hier haben wir dann eben nochmal so ein paar Detailaufnahmen von dem U-Boot. Ich finde, es ist echt hübsch. Man könnte daraus auch eine Lokomotive bauen, wenn man ehrlich ist. Von der Farbgebung her zumindest. Aber ich bin mal sehr gespannt, was es dann bringt. Weil ich habe hier auch noch ein Kobi-Set rumliegen. 700 Teile. Das ist ebenfalls ein U-Boot. Und schauen wir mal. Ich meine, die sind schwer zu vergleichen. So ein Set mit dem Kobi-Set. Aber ich habe hier das Kobi-U-Boot in gebrauchtem Zustand nur halb aufgebaut. Vollständige Teile, 23 Euro mit Versand bezahlt. Und dann ist es die Frage, greift man, wenn man das kriegt, zu so einem Kobi-Teil oder zu dem hier? Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, ich mache es jetzt wirklich mal auf und wir gucken uns mal die Teile an. Okay. Ihr fragt euch jetzt, warum hat der das schon fertig gebaut und uns nicht einen Zwischenschritt gezeigt? Das ist schwierig zu erklären, wenn ich jetzt lügen würde. Ich sage aber einfach die Wahrheit, ganz ehrlich, ich habe Scheiße gebaut bei der Aufnahme und deshalb sind die ganzen Aufnahmen unbrauchbar mit den ganzen Bauschritten und alles dazwischen ist weg. Ist doof. Das ist vor allen Dingen aus einem Grund doof, weil ihr hättet ein bisschen lachen können, glaube ich. Aber ich habe mich sehr aufgeregt. Ich habe mich wirklich sehr aufgeregt bei diesem Set. Und ich weiß nicht, ich sollte vielleicht in nächster Zeit ein bisschen weg von Slubern gehen, um in Zukunft vielleicht ein bisschen Spaß zu haben beim Bauen. Das ist jetzt sehr, sehr böse gemeint und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin sehr enttäuscht. Das hat mehrere Gründe und ich versuche einfach mal alle aufzuzählen. Fangen wir einfach mal damit an, wie die Anleitung angekommen ist. So. Das ist so eine gefaltete Anleitung. Die ist schon komplett runtergerockt angekommen. Also für einen Sammler schon wieder völlig unbrauchbar. Unsauber gefaltet. Das heißt, von der vorderen Seite geht es auf die hintere Seite und andersrum. Völlig geknickt. Ich weiß nicht, man sieht das hier jetzt besser. Völlig geknickt. Schon riecht fast abgegriffen, wie als hätte schon jemand das Set gehabt, muss ich sagen. Hier unten auch Fehler. Gar nicht schön. Dann ist die Anleitung an und für sich ein bisschen merkwürdig. Was jetzt kein Fehler direkt ist, auch komisch. Weil man hat nicht direkt Bauschritte in diesem riesigen Bogen hier. Sondern man baut ein Teil. Dort hat man dann Bauschritt 1, Bauschritt 2, Bauschritt 3, Bauschritt 4, Bauschritt 5. Und dann baut man das nächste Teil und das ist wieder Bauschritt 1, Bauschritt 2, Bauschritt 3. Das hätte ich jetzt beim U-Boot verstanden und wenn dann eben hier dieser Stand einen anderen Bauschritt hätte. Aber es ist bei allem, jedes kleine Gefuddel fängt wieder mit Bauschritt 1 an. Das macht für mich keinen Sinn, tut mir leid, das ist für mich nicht intuitiv. Aber das ist nicht das größte Problem. Wir kommen mal zu den Steinen.
Wir haben ja hier das Boot. Und ihr seht schon, dass das sehr unsauber gebaut aussieht. Da sind mal ein paar Lücken dazwischen. Dann ist es mal ein bisschen verrutscht. Das gibt keine schöne Front ab. Das liegt aber nicht daran, dass ich es unsauber gebaut habe. Das liegt daran, dass die Klemmkraft teilweise besorgniserregend schlecht ist. Also wirklich besorgniserregend schlecht, was ich von Slubern nicht mehr so gewohnt war in letzter Zeit. Und die Teilequalität auch. Das ist nicht nur die Klemmkraft tatsächlich. Schauen wir uns einfach mal an, wie die Teile bei mir angekommen sind. Schaut euch das mal an. Überall alles zerkratzt. Das sieht nicht mehr schön aus. Das sieht aus, als hätte es schon in so einigen Kinderzimmern seine Runden gedreht und das wäre das x-gebrauchteste Set, was ich je gekauft habe. Aber nein, das ist nicht so. Es gibt gebrauchte Sets, die sehen von der Teilequalität neuer aus als das, was hier geliefert wurde. Das ist enttäuschend. Das ist richtig, richtig enttäuschend. Schaut es euch doch mal selber an. Ich weiß. Also man sieht es sogar auf der Kamera und das ist das Besorgniserregende. Weil meine Kameraqualität ist manchmal nicht das Beste, um Details zu erkennen. Aber wir reden hier nicht mal mehr über Details. Die Teilequalität ist besorgniserregend schlecht. Dasselbe ist auch beim Stand so. Bei dem fast noch schlimmer. Wenn man sich das anschaut. Hier alles zerkratzt, verkeilt, vor ich weiß nicht was alles. Warmangusspunkte. Schlimmer als bei Kobi. Viel, viel schlimmer. Und das ist das einzigste große Makel an Kobi, dass die sehr offensichtliche Angusspunkte haben. Das wird von diesem Set um einiges getoppt. Dann, ihr seht schon, mir ist der Stand gerade auseinandergefallen, ihr werdet es sicherlich gehört haben. Es ist alles super instabil. Also, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut gebaut. Da hat sich niemand was richtig dabei gedacht. Hier ist nichts unten nochmal geschichtet. Das passt. Das passt Stein auf Stein quasi. Man baut Stein auf Stein auf Stein, aber schlichtet nichts übereinander, sodass dieser ganze Stand nicht hält. Das nächste. Wir haben keine Aufnahme für den Stand. Man legt es also hier nur so rein und hofft, dass nichts, der nächste Windstoß, das Ding umkippt. Weil das liegt hier nicht, das liegt nicht sicher drin. Das wird nirgendwo fixiert. Das wird einfach nur hier reingelegt. Passt nicht mal richtig. Und dann hofft man, dass es stehen bleibt. Dann geht das Ganze noch weiter. Wir sind noch nicht fertig. Das müsst ihr euch mal überlegen. Nach dieser ganzen Tirade sind wir noch nicht fertig. Wir hatten einen Fehlteil. Ich meine, vielleicht habt ihr euch gewundert, warum hier diese zwei Teile unterschiedlich groß sind. Fokus. Ja, jetzt seht ihr es halbwegs. Weil ein so ein schwarzes Teil gefehlt hat und ich aus meiner Kiste ein anderes rausholen musste. Jetzt ist aber die Standardgröße von diesen Teilen, wie ich sie auch bei mir habe, eine andere, wie sie bei dem Modell ist. Und dementsprechend haben wir hier einen Versatz drin, was auf jeden Fall nicht schön ist. Das nächste. Die Passgenauigkeit der Teile ist miserabel. Das hier oben sollte eine Linie ergeben. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich bin von diesem Set enttäuscht wie von keinem Luan-Set davor. Es ist keine Schönheit. Auch für die wenigen Teile hätte man das zum Beispiel besser hingekriegt. Oder diese riesigen Klüfte, die hier verbaut sind, hätte man besser hingekriegt. Auch mit den wenigen Teilen. Aber da wurden dann vier Teile weggespart, die man hätte gebraucht und die Sinn ergeben hätten. Jetzt denkt ihr, ich bin fertig. Und ich bin es leider immer noch nicht. Das Set hat nämlich einen ordentlichen Stickerbogen dabei, der aber nicht ordentlich ist. Ich könnt es euch mal anschauen.
Wir haben hier die schwarzen Sticker drauf. Und dann hier so eine Art durchsichtige Sticker oder sehr weiße Sticker, hellweiß. Und die Sticker sind so ausgebleicht, dass man sie nicht mehr sieht. Ich habe testweise mal einen davon auf das Set gemacht. Oben. Ja, hier oben. Seht ihr den Sticker? Ich sehe ihn nicht. Rangemacht habe ich diesen Sticker, der hier sein sollte. Seht ihr den? Ich sehe ihn nicht. Was soll ich noch dazu sagen? Ich weiß es nicht. Mir fehlen ein bisschen die Worte bei dem Set. Es wäre alles schöner gekommen, hätte ich die Originaldateien vom Aufbau. Das hätte auch die ganzen Fehler nochmal schöner und verdeutlicher zusammengefasst, da bin ich mir sicher. Wir müssen jetzt leider damit vorlieb nehmen, dass ich es euch so im Nachhinein erzählt habe. Ich bin wie gesagt sprachlos. Also das ist mit das schlechteste Set. Nein, ich leg mich fest, es ist das schlechteste Set, was ich bisher gebaut habe. Und ich habe auch schon solche Sets gebaut. Will ich nur dazu sagen. Ich habe auch schon solche Sets gebaut. Und das ist das Schlechteste, was ich bisher gebaut habe. Schade. Sluban hat den richtigen Weg eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob das noch ein altes Set ist von Sluban. Ich bin mir da echt nicht sicher. Es wird aktuell aber noch vertrieben, deshalb ist es im Endeffekt egal. Dann nehmen das Set vom Markt. Man macht doch damit sich nur den Ruf kaputt. Weil wenn jemand dieses Set hier kauft, wird er danach kein Sluan mehr bauen. So schön könnte es sein. Und so ist es geworden. Das sind im Endeffekt die Abschlussworte. Und damit haut rein. Euer Krieg der Steine.